Hallo. Vielen Dank, also, dass du dir Zeit nimmst für unser Interview und Gratulation. Ich wollte es einfach nochmal hören. Gratulation zu deiner Nominierung in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle beim Deutschen Filmpreis. Dankeschön. Kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Im Vorfeld zu den Dreharbeiten, wie fandest du und die Produktion Ein Atem zusammen? Ganz regulär über ein Casting. Also ich kannte Christian Zübert schon von einer Serie, die ich gemacht habe vor 7 Jahren, Kriminaldauerdienst. Da habe ich auch Matthias Glasner kennengelernt, Lars Kraumer und eben Christian Zübert. Und der hat mich zum Casting eingeladen und ich hatte wahnsinnige Lust, wieder mit ihm zu arbeiten. Und das hat dann auch gleich geklappt und dann haben wir eben den männlichen Part gesucht. Dann Benjamin Sadler, mit dem ich auch befreundet bin, und dann fing die tolle Zusammenarbeit an, dass wir uns im Vorfeld oft getroffen haben und über die Figuren und das Drehbuch unterhalten haben, geprobt haben und einfach die ganze Zeit so das Gefühl hatten, also das ist unser gemeinsames Projekt, wir können uns, jeder kann sich einfach mit einbringen, das war ganz toll. Auch während der Dreharbeiten war das wahnsinnig intensiv. Also wir haben während des Drehens einfach gemerkt, dass sich da irgendwas auch verselbstständigt, dadurch, dass alle so intensiv in diesem Thema drin waren, ist irgendwie was Besonderes entstanden, dass wir viel weiter von den Möglichkeiten, die das Drehbuch überhaupt schon geboten hat, irgendwie noch intensiver in dieser Geschichte drin waren. Das war wirklich ganz, ganz besonders. Es war auch sehr anstrengend. Ich habe gemerkt, so nach dem Dreh, da war ich einfach wirklich fix und fertig. Aber sich halt auch so hinzugeben zu so einem Thema und sich zu öffnen, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ob man in einem Umfeld ist, dem man vertraut, wo man weiß, hier kann ich auch einfach loslassen. Das hat ja auch oft gar nichts mit dem Kopf zu tun, dass man das jetzt entscheidet, sondern man merkt einfach so, hier ist einfach so ein Vertrauensverhältnis auf allen Seiten da, dass das einfach möglich ist, dass Dinge passieren, die man vielleicht nicht also für sich vorgenommen hat oder so. Und dass das auch gesehen wird und auch gewürdigt wird und auch aufgefangen wird, ne? Und das war in dem Falle war das so. Der Film wurde ja fast hauptsächlich mit Handkamera gedreht. Mhm. Gibt es dem Schauspieler eine größere Freiheit? Ich finde schon. Ich bin halt sozusagen, was den Film betrifft, bin ich damit sozusagen groß geworden. Und für mich war das dann eher schwieriger, wirklich immer auf Markierung zu achten oder zu wissen, ich muss bei jedem Take immer wieder die gleichen Schritte gehen oder da stehen bleiben. Ich bin halt, würde mich eher so selber so beschreiben als eine sehr körperliche, intuitive Schauspielerin, und ich mag das auch, jeden Take irgendwie ein bisschen anders zu machen. Und Handkamera erlaubt mir das halt, mich einfach frei zu fühlen und einfach mal was anderes auszuprobieren. In dem Film gibt es ja eine Szene, wo Tessa bei ihrem Dolmetscher zu Hause ist und zusammenbricht. Daran warst du unglaublich pur und man konnte in die Seele von Tessa schauen. Gibt es da eine besondere Vorbereitung auf solche Szenen für dich? Hilft noch? Okay. Ja, also das Wichtigste ist, mich da nicht zu sehr unter Druck zu setzen, weil am Abend vorher ich natürlich weiß, am nächsten Tag wünsche ich mir, aufmachen zu können und pur zu sein und das eben zulassen zu können. Und das ist ja immer die Angst davor, wird es mir gelingen oder wird es mir nicht gelingen? Aber ich, an so einem Drehtag versuche ich einfach nur ganz so gut es geht bei mir zu bleiben. Und was mir wirklich hilft, weiß nicht, ob man, also was Lavendel zum Beispiel, das beruhigt und man ist irgendwie mehr bei sich. Also einfach, ich glaube, was man kann es natürlich auch mit Yoga oder mit Meditation versuchen, einfach nicht so viel nachzudenken und loszulassen. Und das ist auch was, was ich glaube jetzt, was mir jetzt immer wichtiger wird beim Drehen auch, schon mich gut vorzubereiten, aber dann einfach loszulassen. Und weil das sozusagen, da passiert dann was, was man vorher einfach nicht gedacht hat. Und das sind dann so die Momente, wo man einfach dann pur ist. Ich habe mich ja gefragt, wie Tessa eigentlich zu dieser Frau geworden ist, die wir im Film erleben. Was ist da ihr Dämon, der sie treibt, den sie ja offensichtlich schon vor den Ereignissen im Film hatte? Naja, ich meine, man kann aus eigener Erfahrung sagen,
dass ich, also ich bin jetzt nicht Tessa ähnlich, aber dass ich auch zum Teil, also zu, oder in Phasen meines Lebens auch nicht mehr die war, wo ich meine, dass ich sie eigentlich sein wollte oder die ich eigentlich bin, dadurch, dass einfach einfach dieser Spagat zwischen Mutter sein, den Beruf gut machen wollen, gute Ehefrau sein wollen und irgendwie auch noch mich, mir selber was Gutes tun wollen oder rausfinden, wer ich eigentlich bin oder was ich will, das ist einfach eine pure Überforderung. Und dieses Hamsterrad, in dem man sich dann bewegt, da einfach nicht mehr rauskommt. Und das ist was, was ich von mir selber auch total kenne und dann auch zu einem Menschen werde, der ich nicht sein will. Angespannt und überfordert. Und das ist sie. Und ich finde sie schon sehr extrem. Und der Film spielt ja auch mit zwei Ebenen, ne? Also zwei Perspektiven. Erstmal Elenas Sicht, wo Tessa einfach wahnsinnig unsympathisch ist. Und man denkt, also, oh, das ist ja eine furchtbare Frau. Und dann im zweiten Teil, man einfach mehr versteht, warum sie eigentlich so ist, wie sie ist. Und dass sie das selber auch total furchtbar findet. Aber dass sie halt keinen Weg rausfindet. Und ich finde, dieses Verschwinden des Kindes ist ja eigentlich einfach auch nur eine Metapher dafür, rauszufinden, was im Leben wirklich wichtig ist. Und dass sie sich wieder darauf besinnt, was will sie eigentlich? Und dass sich, das kenne ich aus meinem Leben auch, dann so, so Ziele oder Wünsche oder Dinge, die wichtig sind, einfach dann auch verschieben, sobald man Kinder hat. Dass man Ziele, die man vielleicht früher hatte oder Werte, plötzlich einfach auch nicht mehr so stimmen, dass man sie irgendwie überdenken muss und dass vielleicht bestimmte, also im Falle von Tessa eben tolle Wohnung und tolles Pärchen sein, dass alles irgendwie super funktioniert, dass das einfach nicht mehr stimmt. Dass sie das vielleicht auch gar nicht ist, aber wer ist sie? Und das Verschwinden des Kindes ermöglicht das halt nur auf diese krasseste Weise wirklich, dass sie sich wieder selber sozusagen findet irgendwie. Obwohl am Ende halt viel mehr Fragen sind als am Anfang. Ne? Wenn du dir was für den deutschen Film wünschen könntest, ja? was wäre das? Also was fehlt dir vielleicht oder was findest du gut und könnte aber vielleicht noch intensiviert werden? Interessantere und davon auch mehr Frauenrollen, Filme über Frauen. Was bedeutet dir die Nominierung durch die Filmakademie? Ganz viel. Ich habe ja schon gesagt, Ein Atem hat ja kaum jemand im Kino gesehen. Und ich meine, egal in welchem Beruf man ist, man braucht einfach ab und zu Bestätigung und Anerkennung. Und wenn man dreht, macht man das ja, seine Arbeit irgendwie dann doch im Verborgenen. Und wenn der Film im Kino läuft, dann kriegt man auch nicht so richtig eine Resonanz. Und dass so ein Film, den wirklich kaum jemand im Kino gesehen hat, dass meine Arbeit irgendwie gesehen wurde und dadurch gewürdigt wird, ist einfach wunderschön. Und in dem, diesmal war das ja so, dass die Schauspieler die erste Runde abgestimmt haben und das ist natürlich dann irgendwie noch toller. Vielen Dank, liebe Kollegen. Wie siehst du eigentlich die Nominierten? Gibt es für dich auch persönliche Favoriten noch bei den Nominierten? Ja, aber das sage ich nicht. Und der Abend der Preisverleihung. Gibt es da Plan A, Plan B, gewonnen, nicht gewonnen? Oder bereitet man vorsorglich immer eine Rede vor? Na, ich übe das Gesicht, wenn ich sie nicht bekomme, weil die Kamera dann einmal auf eingerichtet ist. Dass es auch nicht so steif ist, das Lachen. Da muss ich mir noch was überlegen. Das ist nämlich echt fies. Aber ja, ich will sie natürlich gerne haben, aber wenn es jetzt nicht so ist, dann ist es auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Vorbereiten, ja, eine Rede auf jeden Fall vorbereiten, weil nichts ist schlimmer, als da oben zu stehen und dann nicht zu wissen, was man sagt. Das ist einfach für mich wie beim Drehen, gut vorbereitet sein, ein gutes Kleid zu haben, in dem ich mich wohlfühle, wo ich nicht die ganze Zeit denke, oh Gott, ich kann nicht mehr atmen. Eine Rede vorzubereiten und dann einfach loszulassen und zu gucken, was kommt. Super, das war schon die letzte Frage. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Es war sehr schön.